Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Concept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Prozessauftakt im Mordfall wunderlich nach 30 Jahren. ZEV-Chefs schenken zum 15. Mal Glühwein aus. Und Adventslauf trotz widrigen Wetters mit neuem Rekord. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Bevor wir in diese Sendung einsteigen, möchte ich noch schnell einen Hinweis in eigener Sache geben. Für alle, die heute auf die Zwickauer Bergparade gewartet haben, in unserer morgigen Sendung, da berichten wir ausführlich über dieses Event. Naja, es gab ja auch wahnsinnig viele Bilder davon und die müssen natürlich erst einmal zusammengestellt werden. Am Landgericht Zwickau hat heute einer der spektakulärsten Mordprozesse in Sachsen begonnen. Die Tat liegt fast 30 Jahre zurück. Erst durch neue Methoden der DNA-Analyse kam man auf den heute 61 Jahre alten Helmut S. als Tatverdächtigen. Er soll im April 1987 die damals 18-jährige Heike wunderlich vergewaltigt und getötet haben. Doch auch wenn die DNA ein verlässliches Beweismittel ist, so wird es doch ein Prozess mit Hindernissen. Der Angeklagte hatte einen Schlaganfall, ist dement, bekommt nach Angaben seiner Verteidiger maximal 2 zusammenhängende Wörter heraus und hört fast nichts. Auch eine schriftliche Äußerung per Tastatur sei nicht möglich. Dazu der Einwand des Richters, der Tatverdächtige sei in der Vergangenheit immerhin auf Facebook aktiv gewesen. Die Verteidiger sagten jedoch, heute könne ihr Mandant das nicht mehr. Seine Gesundheit lasse das nicht zu. Der Angeklagte hat im Jahre 2012 einen Schlaganfall erlitten. Aufgrund dieses Schlaganfalles ist er erheblich körperlich beeinträchtigt. Sie haben das sehen können im Sitzungssaal. Der Angeklagte ist teilweise halbseitig gelähmt. Sein Sprachzentrum ist erheblich beeinträchtigt. Deswegen hat das Gericht auch ein Gutachten über die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten einholen lassen. Dieses Gutachten ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Angeklagte täglich für 2 Stunden verhandlungsfähig ist. Im Übrigen hat der Angeklagte auch einen sogenannten rechtlichen Betreuer, der auch heute hier im Sitzungssaal mit anwesend war. Dieser rechtliche Betreuer hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters aufgrund der körperlichen Beeinträchtigungen des Angeklagten aufgrund seines Schlaganfalles. Schließlich wurde die Anklageschrift verlesen. Warum der gebürtige Zwickauer erst im Jahre 2016 vor dem Richter steht, ist mit den heute deutlich besseren Analysemethoden zu begründen. Die Strafsache liegt ja nun schon 3 Jahrzehnte nahezu zurück. Es gab im Jahre 87 natürlich Ermittlungen zu DDR-Zeiten. Diese Ermittlungen haben aber alle nicht zu einem Ergebnis geführt. Aufgrund Straftaten, die der Angeklagte nach dieser hier gegenständlichen Tat verursacht hat, wurden von ihm DNA-Spuren gesichert und aufgenommen. Diese DNA-Spuren konnten in der Vergangenheit zu keinem Erfolg führen. Es gab also keine Treffer mit den vorhandenen DNA-Spuren in der Datei des Landeskriminalamtes. Und allein aufgrund verbesserter Auswertungstechnik ist es dann gelungen, im Februar diesen Jahres einen Treffer, also eine Übereinstimmung zwischen der DNA-Spur des Angeklagten und des Opfers herbeizuführen. Und dadurch kam es dann letztlich zu der Ermittlung des Angeklagten. Doch was war es nun, was die DNA in die Datenbank der Ermittler brachte? Was hat Helmut S. noch alles auf dem Kerbholz? Zu den anderen Straftaten kann ich keine Angaben machen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Angeklagte in erheblichem Umfang vorbestraft ist. Ob sich der Angeklagte daran noch erinnern kann, ist fraglich. Schon bei der Verlesung der Personalien des geschiedenen Mannes musste man zweifeln, ob er überhaupt noch weiß, jemals verheiratet gewesen zu sein. Auf sein Erinnerungsvermögen kann man sich bei dem Prozess also nicht stützen, zum Beispiel wenn es um Details der Tat geht. Etwa die Frage, wo genau seine DNA bei dem Opfer gefunden wurde.
An welchen Körperteilen konkret die DNA-Spuren gesichert werden konnten, kann ich Ihnen nicht sagen. Das wird sich im Laufe der Hauptverhandlungen herausstellen. Das ergibt sich insbesondere aus DNA-Urkunden, die heute im Selbstleseverfahren zur Kenntnis der Verfahrensbeteiligten gebracht worden sind. Das Selbstleseverfahren bedeutet, dass der vorhandene Aktenbestand, den die Verteidiger und auch die Nebenklägervertreter als Kopie haben, von diesen selber gelesen wird. Ich habe in diese Urkunden keine Einsicht. Ich kann Ihnen deswegen nicht sagen, was dort im Einzelnen drin steht. Vor den Prozessbeteiligten liegt nun viel Arbeit, die sich auch zeitlich in die Länge ziehen wird. Es ist schon ein etwas aufwendiger Prozess. Die Verhandlungstage sind bis Ende Januar 2017 angesetzt. Es sind 41 Zeugen, soweit ich das richtig gezählt habe, bislang geladen und 3 Sachverständige. Das Problem des Verfahrens wird wahrscheinlich dasjenige sein, mit dem Angeklagten eine Verständigung herbeizuführen. Sie haben das heute gehört, die ersten Fragen des Vorsitzenden an den Angeklagten und an die Verteidiger. Kann sich der Angeklagte überhaupt effektiv verteidigen? Kann er dem überhaupt folgen, was das Gericht dort an Beweise erhebt und erörtert? Das wird die zentrale Schwierigkeit dieses Verfahrens sein. Neben dem langen Zeitablauf und dem Tatnachweis natürlich. Sollte sich im Laufe des Prozesses herausstellen, dass der Angeklagte nun doch verhandlungsunfähig ist, dann könnte es auch auf eine Verfahrenseinstellung ohne Schuldspruch hinauslaufen. Sollte er verurteilt werden, dann droht ihm eine bis zu lebenslange Haftstrafe. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und die beste Zeit, um Gutes zu tun, das ist Weihnachten. Welcher Ort bietet sich da besser an als der Weihnachtsmarkt? Auch auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt war an diesem Wochenende wieder jede Menge los. Sonntag, 3. Advent. Das nahm auch in diesem Jahr die Zwickauer Energieversorgung zum Anlass, um sich selbst hinter einen Verkaufsstand zu stellen, Glühwein auszuschenken und kleine Präsente zu verteilen. Mittlerweile steht diese Aktion jedes Jahr dick im Kalender der ZEV. In diesem Jahr wurde sogar ein kleines Jubiläum gefeiert. 15 Jahre schenkt die Geschäftsleitung der Zwickauer Energieversorgung am 3. Advent nun schon Glühwein am Nürnberger Lebkuchen- und Glühweinstand von Hans-Dieter Repussione aus. Ja, es macht nach wie vor riesig Spaß, ja, vor allem, wenn die Leute kommen. Ne? Wenn wenig Leute kommen, ist natürlich weniger Arbeit, aber ich denke, nach Nachmittag wird sicher sehr interessant werden. Das Wetter ist ideal, es hat aufgehört zu regnen. Ich denke, werden wir noch ein bisschen Umsatz machen heute. Den haben sie gewiss gemacht. Doch das ist nicht das Hauptanliegen der ZEV. Sie möchten sich außerdem bei ihren Kunden für das zurückliegende Jahr bedanken und ein wenig mit ihnen ins Gespräch kommen. Zudem erhielten diejenigen, die 2 Tassen Glühwein kauften, eine kleine süße Weihnachtsüberraschung von den beiden Geschäftsführern der ZEV gratis dazu. Andrang herrschte auch auf der anderen Seite vom Nürnberger Lebkuchen- und Glühweinstand. Denn Volker Schneider und André Henschel waren nicht alleine gekommen. Sie hatten FSV-Sportdirektor David Wagner und die Kicker und zugleich Brüder Patrick und Christoph Göbel mitgebracht. Ja, die beiden Göbel-Brüder vom FSV machen hier noch eine Autogrammstunde, wird auch rege in Anspruch genommen. Ich hoffe, dass sie in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Glück haben. Gestern in Osnabrück war ja ein gutes Spiel, leider 1-0 verloren, aber ich bin da relativ optimistisch. Groß und klein kamen und holten sich Autogrammkarten. Andere ließen auf ihren T-Shirts und Mützen unterschreiben. Und die Erinnerungsfotos durften natürlich auch nicht fehlen. Es war also für alle Beteiligten eine rundum gelungene Aktion. Am Ende bleiben natürlich noch die persönlichen Wünsche von ZEV-Geschäftsführer Volker Schneider. Ja, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass es weiter ruhig bleibt. Vor allem viel Toleranz von den Menschen, das ist ganz, ganz wichtig. Dass wir mal wieder lernen, auch mit den Mitmenschen umzugehen. Nicht so viele Ängste. Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein. Wir haben eine schöne Stadt, ein schönes Land. Wir können sicherlich mit Optimismus in die Zukunft gucken. Optimistisch in die Zukunft blickt natürlich auch der FSV Zwickau. Trotz Niederlage am vergangenen Wochenende und Tabellenplatz 19 lassen sich die Jungs nicht unterkriegen und kämpfen weiter. Wenn Sie die Autogrammstunde verpasst haben, keine Sorge, wir haben für Sie Abhilfe geschaffen und wir haben einige Autogramme gesichert. Nämlich einmal von David Wagner, dem Sportdirektor, außerdem von Christoph Göbel und zum anderen von seinem Bruder Patrick. Tja, und wenn Sie die gewinnen wollen, dann
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an gewinn@tv-zwickau.de. Wir verlosen jetzt 3x2 signierte Karten. Wir gehen jetzt in eine kurze Unterbrechung und danach sind wir wieder da mit den aktuellen Meldungen vom Tage. Werbung. Jetzt lassen wir es so richtig krachen. Täglich ab 16 Uhr. Hüttengaudi vom Feinsten. Direkt am Hauptmarkt 8. Coole Drinks, gute Unterhaltung und jede Menge nette Leute. Après-Ski-Bar, die angesagte Location zur Weihnachtszeit. Da muss ich hin. Jede Firma braucht gute Leute, topqualifizierte Mitarbeiter. Zahlreiche neue Fachkräfte aus dem Landkreis Zwickau beenden jetzt ihre Weiterbildungen durch Arbeitsagentur und Jobcenter. Bereit für ihre Aufgaben, bereit für ihr Team sind zum Beispiel Werkzeugmacher, Buchhalter, Betreuungsfachkräfte, Berufskraftfahrer, Bürokaufleute und andere gut qualifizierte Fachkräfte. Kontaktieren Sie uns, egal wen Sie brauchen. 0800 4 4 mal die 5 20. Ihr Unternehmen, Ihre Leute, Ihr Erfolg. Puppen und Puppenstuben. Die Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern. Tauchen Sie ein in die Miniaturwelt längst vergangener Epochen. Von der Biedermeierzeit bis in die 1970er Jahre geben diese kleinen Wohnungen einen anschaulichen Einblick in das Lebensumfeld früherer Generationen. Auch die Puppen zeigen den Wandel vom reinen Abbild eines Erwachsenen hin zur kindgerechten Gestaltung als geliebtes Spielzeug. Die Weihnachtsausstellung. Noch bis zum 8. Januar in den Priesterhäusern. Ich gehe gerne mit Football, weil ich es liebe, Sport zu machen. Ich habe hier super Trainer, große Auswahl an Geräten. Man kann ganz viele Kurse machen, eben auf das, was man Lust hat und auf das, was man Spaß hat. Hinterher schön gemütlich noch in der Sauna ein bisschen sich ausruhen und entspannen. Genau, das ist einfach der Grund, warum ich gerne hierher komme. Das ganze Ambiente, das ganze Drumherum ist wirklich super. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Erleben Sie die märchenhaft romantische Zwickauer Schlossweihnacht. Leckereien, Kinderbackstube, Märchenzelt und das volle Weihnachtsprogramm. Unter dem eindrucksvollen Lichterzauber von Schloss Osterstein. Vom 1. bis 4. Advent, immer Freitag bis Sonntag. Alle Infos unter zwickauerschlossweihnacht.de. Wir alle glauben, Schuh ist gleich Schuh. Das stimmt aber nicht. Jeder Fuß ist so besonders, dass sich Spezialisten um ihn kümmern sollten. Drei starke Marken für gesunde Füße und jeden Bedarf. Die orthopädischen Schuhwerkstätten Markus Ulrich wünschen gute Unterhaltung. Kiruna Wohnkombination in massiver Wildeiche, Natureiche oder Kernbuche. Bestehend aus zwei Vitrinenelementen, Sideboard und Wandboard. Ab 2.639 Euro. Liva, die exklusive und bezahlbare Wohnmöbelkollektion. Bei Ihrem Garant gutes Wohnen-Fachhändler Reko Möbel in Stolberg. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken,
SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Im Schwanenteichgelände hat der Zwickauer Adventslauf am Sonntag seine 16. Auflage erlebt. Den Anfang machten kurz vor 10 Uhr die Kinder bis 6 Jahre über 400 Meter. Schon da war klar, dass diese Veranstaltung die Sportler vom Wetter her vor größere Herausforderungen stellen wird. Zu dem Regen kam auch ein starker Wind, der den Läufern ins Gesicht peitschte. Selbst die Anwesenheit des Weihnachtsmannes ließ da keine festliche Stimmung aufkommen. Letztlich endete dieser Adventslauf aber mit einem neuen Rekord. Sebastian Händel von der LG Vogtland lief die 10 Kilometer des Hauptlaufs in 32 Minuten und 37 Sekunden. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr etwa 500 Laufbegeisterte zu dem Wettkampf eingefunden. Bezieher von Arbeitslosengeld, die aufstockend Arbeitslosengeld II im Rahmen einer Bedarfsgemeinschaft erhalten, umgangssprachlich auch Aufstocker genannt, werden ab dem 1. Januar 2017 durch die Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit betreut. Die aufstockenden Leistungen in Form von Arbeitslosengeld II werden jedoch weiterhin durch das Jobcenter ausgezahlt. Bis zum Jahresende stehen für offene Fragen die Mitarbeiter des Jobcenters noch unter der gewohnten Rufnummer zur Verfügung. Ab dem 1. Januar übernimmt dann das Service Center der Agentur für Arbeit unter der eingeblendeten Telefonnummer. Auch im kommenden Jahr haben Vereine wieder die Möglichkeit, Fördergelder bei der Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie im alten Gasometer zu beantragen. Zur Verfügung stehen etwa 35.000 Euro. Die Projekte sollen sich der Verbesserung der demokratischen Kultur in Zwickau widmen und 2017 umgesetzt werden. Für den Landkreis steht ein gesonderter Topf zur Verfügung, den es im Landratsamt abzufragen gilt. Eine erste Frist für Projekte, die bereits Anfang des Jahres beginnen sollen, ist der 15. Dezember 2016. Die Zwickauer Tafel bittet wieder um Weihnachtspäckchen für die rund 400 Tafelkinder. Jeder Spender kann ein Päckchen mit Kleidung, Spielsachen, Süßigkeiten, Schulsachen, Gutscheinen aller Art oder Hygieneartikeln für ein Kind packen. Die Weihnachtspäckchen nimmt die Zwickauer Tafel noch bis zum Freitag im Vostokweg 33 entgegen. Auch die Tafel selbst bittet um Spenden. Die über 50 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer benötigen ihre Unterstützung für Arbeitskleidung und Betriebsmittel, aber auch, um die wöchentlichen Betriebskosten decken zu können. Eine kleine Weihnachtsfeier für die Helfer soll es ebenfalls geben und sie soll davon finanziert werden. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Mit zwei prominenten Positionen junger zeitgenössischer Malerei setzt der Kunstverein Freunde aktueller Kunst in Zwickau seine diesjährige Ausstellungsreihe Out of Leipzig fort. Seit gestern ist in der Hölderlinstraße 4 eine neue Ausstellung mit Werken von Henriette Granert und Jochen Blokstis zu sehen. Beide Künstler spielen in der mit Leipzig verbundenen neuen Kultur des Malens eine ganz unverwechselbare Rolle. Henriette Granert zeigt Arbeiten, die sich durchaus mit kunsthistorischen Bezügen auseinandersetzen. Diesen Werken stellt Blokstis neue für diese Ausstellung entstandene Bilder zur Seite, die sich ebenfalls mit Positionen der Kunstgeschichte beschäftigen. Das Robert-Schumann-Haus Zwickau hat pünktlich zur Vorweihnachtszeit das Sortiment des Museumsshops erweitert. Neben zahlreichen Publikationen und Büchern können kleine Erinnerungen und Souvenirs erworben werden. Auch in den Kunstsammlungen lohnt sich ein Blick in den Museumsshop. Hier kann man Taschen in verschiedenen Größen und Ausführungen, handgenäht aus alten Ausstellungsplanen, erwerben. Wer also Freunden oder Bekannten einen kleinen Gruß aus Zwickau senden möchte, der wird hier fündig. In beiden Museen kann man außerdem noch den Postkartenkalender des Stadtarchivs 2017 erwerben.
Am Donnerstag wird der Restaurator und Kunstsachverständige Thomas Heinicke aus Wickersdorf in der Galerie Art in Merane im Kunsthaus am Markt 1 zu Gast sein. Alle Sammler und Interessierten haben ab 19 Uhr Gelegenheit, ihre Schätze und Kostbarkeiten vom Fachmann begutachten zu lassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um Gemälde, Porzellan, Schmuck, Zinn, Kleinmöbel oder altes Spielzeug handelt. Außer Münzen und Briefmarken wird sich der Experte all ihren Lieblingsstücken widmen und sie entsprechend einschätzen. Pro Person dürfen maximal 3 Exponate zur Begutachtung mitgebracht werden. Kunst und Krempel also am Donnerstag um 19 Uhr in der Galerie Art Inn. Werbung. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. A vida é uma maravilha, amor. A vida é uma maravilha, amor. Endlich wieder fahren. Der neue Citroën C4 Picasso mit Citroën Advanced Comfort. Le cœur, le caractère. Citroën. Jetzt bei den Citroën Family Days. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. 3, 2, 1. Juhu. Silvester geht auch anders. Feiern Sie die Nacht der Nächte in Zwickau mit Radio Zwickau, Bernes Grüner Showtruck, Rockpirat und Disco Dice Live und einem Laserfeuerwerk der Extraklasse. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter nachtdernächte-zwickau.de. Nacht der Nächte, das Silvesterspektakel auf der Freifläche am alten Gasometer. Präsentiert von der Zwickauer Energieversorgung, der Sparkasse Zwickau und der Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Herzlich willkommen in der Welt der künstlerischen, formschönen und emotionsweckenden Wohn- und Gartenobjekte, der Geschenke und Präsente, der Welt von Stilvoll. Hier finden Sie einzigartige und besondere Artikel, zeitlos schöne Stücke, an denen Sie über Jahre Freude haben werden. Mit ausgewählten Artikeln namhafter Markenhersteller bleiben keine Wünsche offen. Sie suchen ein ganz spezielles Geschenk? Dann sind Sie bei Stilvoll genau richtig. Kommen Sie, sehen Sie, staunen Sie. Sie finden uns an der Grenze von Zwickau nach Mösen im Gewerbegebiet Lippoldsruh 1. Wirtschaftsrecht betrifft jeden, der im Geschäftsleben steht und Verpflichtungen eingeht. Die Kanzlei für Wirtschaftsrecht im Schiffchen mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze ist stets Ihr verlässlicher Partner. Der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und internationales Wirtschaftsrecht
vertritt konsequent die Interessen mittelständischer Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker oder Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Sie finden Rechtsanwalt Albert Schlichter und sein Team mitten im Herzen von Zwickau, in der Münzstraße 12 am Kornmarkt. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Krawatten, Schleifen, Festmode von Van den Bosch. Hier werden Männer bestens angezogen. Mit handgefertigten Krawatten in den aktuellsten Designs, hergestellt in Zwickau. Eleganter Festmode und Businessmode in allen Größen und das zu Werkverkaufspreisen. Hochzeitsanzüge und festliche Westen in einer riesigen Auswahl, auch für starke Männer. Entdecken Sie exklusive Herrenmode zu unschlagbaren Werkverkaufspreisen. In Zwickau nur bei Van den Bosch oder im Internet unter vandenbosch-sachsen.de. Der Sport wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Eine bittere Niederlage hat der FSV Zwickau am Samstag beim VfL Osnabrück kassiert. 0:1 hieß es nach 90 Minuten für die Westsachsen, die über weite Strecken das bessere Team waren. Den frühen Gegentreffer nach 10 Minuten steckten die Gäste gut weg, machten aber erneut zu wenig aus ihren Chancen. Am Ende ein glücklicher Sieg für den Tabellenzweiten, während Zwickau weiter im Tabellenkeller festhängt. Der Abstand zu einem Nicht-Abstiegsplatz beträgt immerhin 5 Punkte. Rollstuhlbasketball in Zwickau-Mosel. Zu Gast am Sonntag waren die RSB Thuringia Bulls aus Elksleben, derzeit Tabellenzweiter. Da waren die Rollen eigentlich klar verteilt. Doch auch wenn bei Elksleben mit André Binek und Temu Partanen 2 Leistungsträger fehlten, sollten die Bulls eigentlich von Anfang an ihr Spiel durchziehen. Doch weit gefehlt. Die Zwickauer Rollers hielten von Anfang an nicht nur mit, sie spielten ohne jeglichen Zwang und trafen auch recht gut. Den ersten Korb machte Frank Oehme und Jan Gans legte kurze Zeit später nach. Das hatte sich Michael Engel wohl etwas anders vorgestellt. Recht schnell musste er die Taktik seiner Mannschaft umstellen. Doch auch im zweiten Viertel taten sich die Thüringer schwer, die schnell und konzentriert spielenden Zwickauer in Schach zu halten. Rostislav Pohlmann mit dem Korb und nach Foul gibt es noch einen Freiwurf, eine sichere Sache für den Routinier.
Das Halbzeitresultat ließ fast schon eine faustdicke Überraschung erwarten, aber es war eben erst Halbzeit. Denn im dritten und vierten Viertel zeigte sich dann doch die derzeitige Schwäche des Zwickauer Teams. Die Spielzüge wurden langsamer, die Trefferquote ließ nach und so konnten die Bulls langsam aber sicher davonziehen. Zwickau kämpfte bis zuletzt, auch Ronny Steidel, der als Ersatz für den erkrankten Andi Ortmann aus der zweiten Mannschaft geholt wurde. Er hat gute Anlagen, doch Beruf und erste Liga sind nicht unter einen Hut zu bringen. Am Ende dann doch ein recht deutliches Ergebnis, aber das war zu erwarten. Wichtiger sind in der Rückrunde die Partien gegen Köln und Bonn, die nach den Zwickauer Niederlagen in der Hinrunde nunmehr hoch gewonnen werden müssen. Noch ist nicht aller Tage Abend, auch wenn es derzeit recht kritisch aussieht, denn die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die Wasserballer des SV 04 bleiben Spitzenreiter in der zweiten Liga Ost. Im letzten Spiel des Jahres gewannen die Wüstner Schützlinge am Samstag zu Hause mit 20:9 gegen den SV Halle. Obwohl der Trainer vor dem starken Aufsteiger gewarnt hatte, führten die Gäste nach 3 Minuten bereits mit 2:0. Danach besannen sich die Zwickauer, die auf 3 Stammspieler verzichten mussten, auf ihre Stärken, holten den Rückstand auf und lagen nach dem ersten Viertel mit 5:3 vorne. Vor allem Justus Schneider wuchs über sich hinaus. Der 16-Jährige erzielte allein 6 Tore und baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 11:4 aus. Auch danach spielten die Gastgeber weiter druckvoll, nur die Konzentration ließ etwas nach. Am Ende war es dennoch eine klare Angelegenheit für den SV 04. Die Eispiraten Krimmitschau mussten sich am Sonntag beim EHC Freiburg knapp mit 5:6 in der Overtime geschlagen geben. Nach einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung der Westsachsen kämpften sich die Wölfe aus dem Breisgau zurück und drehten die Partie. Martin Bartek sorgte mit seinem Treffer zum 5:5 im Schlussabschnitt dafür, dass die Krimmitschauer aus ihrem Gastspiel wenigstens einen Punkt mitnehmen konnten. Für die weiteren Treffer zeichneten sich Dani Pika, Patrick Pohl, Dominik Walsch und Jason Pinazzotto verantwortlich. Bei jedem Wetter ein Genuss. Buletten oder die Zwickauer Brühletten von der Bulettenschmiede Silke Walz. Am Dienstag bleibt der Himmel bedeckt. Gebietsweise fällt noch etwas Regen. Bei Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad weht ein schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Und die Aussichten nach einem regnerischen Mittwoch zeigt sich ab Donnerstag wieder häufiger die Sonne. Es wird allerdings etwas kälter. Gegen Ende der Woche erreicht das Thermometer minus 1 bis 5 Grad. Und das war der Montag bei Television Zwickau. Morgen um 19 Uhr gibt es eine neue Ausgabe von Tag aktuell. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, ciao und tschüss.